War doch Solarstrahl, wobei Pflanze auf Schleier war das auch nicht. Aber Pflanze auf Käfer, oder nee, Käfer auf Pflanze war das. Aha. Also Gift macht Chirox gar keinen Schaden. Null, okay. Leider. Dann würde ich auch am ehesten sagen, dass wir mit Arialos trotzdem weiter untereinander gehen mit der Marschbombe. Okay. Ja, einfach nur, weil es dann wahrscheinlich in der nächsten Runde tot ist, wenn der Sandsturm noch anhält. Jo. Stimmt. Andere Option wäre jetzt gewesen, mit Arialos irgendwie wiederzubeleben. Aber gut, lass was dabei. Und Psycho-Chinese auf. Nee, Sternhieb. Sternhieb, achso, ja, stimmt. Weil auf Chirox aber. Ah, das habe ich befürchtet, dass ich das wieder noch kann. Ich hab's befürchtet. Ja, Sonnenflora, das wird wahrscheinlich jetzt gleich sterben wegen dem Silberhauch, der kommen wird. Wird sich zeigen. Volltreffer? Nee. Schade. Leider nicht. Metallklau. Okay. Boah. Oh. Scheiße. Das heißt, wir werden es wiederbeleben. Jo. Wahlweise Mantel ist wahrscheinlich. Oder hast du eine bessere Idee? So konkret nicht, nein. Ja. Man muss es eigentlich erst rausgehen, wieder reinzugehen, dieses Interface. Das ist, mach was soll's. So oft kommt es ja nicht vor. Was? Natürlich steigert es jetzt auch noch seine Statuswerte. Warum auch nicht? Das ist nur Angriff und End. Oh, was ist das letzte Pokémon, was er aussendet? Mmh. Nee, dagegen. Ich glaube, gegen den haben wir schon mal gewonnen, ja. Mhm. Weil er ja nur jede zweite Runde angreift, zum Glück. Jo. Wie lange hält dieser Sandsturm eigentlich an? Das ist ja fast schon mal heilig. 5 Runden, okay. Dürfte jetzt die 5. Runde theoretisch sein. Okay. Nächste Runde ist Brelanda tot, um den müssen wir uns nicht mehr kümmern. Oder wollen wir uns um den kümmern? Nee, er ist eh schneller, also ist egal, macht ihn noch Schaden. Aquavelle Leta King. Jo. Und Sternhieb Leta King, ja. Okay. Ja, ist der stärkste Attack, den man momentan zu bieten hat. Naja. Nein. Böse. Ja, Rhythmattacke mit verstärktem Angriff, klar. Egal. Aber jetzt hat natürlich auch Chirox keine Angriffssteigerung mehr. Machen wir das Spiel halt nochmal. Eben. Und Chirox ist ziemlich geschwächt. Puh. Ja, toll. Natürlich. Nee, oder? Ach komm, wir hatten's doch fast. Ich hab keinen Bock mehr. Na gut. Wieso hast du nochmal kein Feuer-Pokémon? Ich weiß es nicht. Wir wären das größte Problem. Also Chirox sofort los gewesen. Wieso habe ich nochmal nicht weiter zwischengespeichert? Ach, was soll's. Hast du denn schon Metagross befreit? Hab ich, ja. Gut. Ist auch schon Level 56, also... Die Kampfsachen sind noch drin. Wurde nicht zurückgesetzt. Wurde weggeschickt. Ja, ich hab grad wieder Spiele verwechselt, klar. Man wird nicht zurückgesetzt, man wird ja einfach noch wieder zum letzten Punkt gesetzt, ja. Wird man denn nach dem Test zurückgesetzt? Was? In welchem Spiel wird man da komplett zurückgesetzt, die irgendwie halbwegs Ähnlichkeiten haben? Weiß nicht. Ich ergreife nicht, weiß es nicht. Okay. Ich meine, zum Wechsel gehören eigentlich eher zwei Sachen, aber gut.
Speichere ich hier? Nein, ich speichere weiter oben. Ja, so schön viel Lauferei. Und der letzte Versuch für heute? Möglicherweise, ja. Nein, möglicherweise. Länger als diesen nächsten Versuch mache ich nicht mit. Von der Zeit her. Ja, ich meine, wenn jetzt wirklich katastrophal wird und innerhalb von 10 Minuten Schluss ist, dann... Dann ist trotzdem Ende. Das ist ungerecht. Das ist nicht ungerecht. Oh. Du bist der, der plötzlich mitten in der Woche aufnimmt. Ja, ja. Das ist nicht ungerecht, wenn ich dann nicht so viel Zeit habe. Wo waren das Speichersäulchen? Bei dir? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, vielleicht. Oder war hier das Casino? Nein, hier war das Casino. Weg. Speichersäule aber, glaube ich, nach einer höher. Möglich, ja. Ja, Rohrpost. Unglaublich langsame Rohrpost. Doch, jetzt geht's eigentlich. Muss ja langsam beschleunigen, sonst schiebst du ja die Knie auf Schulterhöhe. War auch hübsch. Hübsch, ja, aber ob es auch wirklich funktionell ist, das wage ich anzuzweifeln. Eine Heilstation. Meine Heilstation. Ich frage wirklich noch einmal, warum muss man Beamte anstellen, die das können, wenn die exakt dieselbe Station selber bedienbar ist? Was man muss, wenn es Hotelrezeptionisten gibt. Ball geht. Ja. Jetzt habe ich ganz so einen Dialog überspringen Knopf, wie ihn auch in so ziemlich jedem Torspiel gibt. Vielleicht kommt der Cherox als erstes und wir machen ihn sofort tot und dann ist alles in Ordnung. Ja, das war dieselbe Auswahl wie letztes Mal. Jo. Muss ich das Verbuchern da komplett ignorieren, sondern komplett auf Cherox gehen. Beide. Okay. So, nee, Donald Blitz war das. Ja, passt. So. Und Sternhieb für die mögliche Angriffssteigerung. Ja, ja. Die wahrscheinlich jetzt nicht mehr kommen wird, jetzt, wo wir sie wahrscheinlich brauchen werden. Mhm. Oh. Wird schon passen. Das ist jetzt auch ein Level höher als letztes Mal, also. Jetzt nutzt er diesmal keinen X-Angriff, sondern lässt die sich selber ihren Angriff stark steigern, beide. Paralysiert? Und. Nicht paralysiert, oh. Kampf. Nochmal dasselbe wie eben? Ja, ne? Ja. Auch wenn ich bezweifle, dass das Ampharos irgendwie überlebt, weil der jetzt auf Ampharos geht und daran stirbt. Nö. Oh. Ich habe gedacht, dass das mit der Angriffssteigerung. Ist nicht ganz so intensiv wie X-Attacke, ja. X-Angriff. Oh komm, so knapp. Ach ja. Komm, so knapp. Das Schlimmste ist ja jetzt einfach. Er wird wieder voll aufgeheilt. Und aus bestätiger Sicherheit. Womit kommt man am besten gegen das Vieh an? Ich hätte jetzt gerade mit Blizzard rausgehauen, theoretisch. Ja klar, ist eine Idee. Außerdem, wenn es jetzt voll geheilt wird, dann wird es nächstes Mal nicht voll geheilt. Also, hat auch was. Ah, ja.
Stimmt, es kann jetzt, muss er ja Attacke aus. Ja, gute Idee. Ja, gut. Was? Wie? Was? Hä? Mach einfach. Passt. Okay. Und Sternhieb auch nochmal hinterher oder auf Rote Lander jetzt? Weil nicht für Scherox loswerden. Okay. Du hast gemerkt, Scherox ist eigentlich unser einziges richtig großes Problem. Stimmt, ja. Nein, das überlebst du gefälligst. Stimmt. Okay. Dein war das wohl nicht. Wurde nicht geheilt. Ja, der Wurf halt zuerst an. Juhu. Gut, ich meine, damit kann ich leben. Ja, KI ist best KI. Okay. Was schlimm ist, ist, dass er jetzt immer noch. Oh, das ist sogar gut, dass der jetzt. Schade. Das sind Glitches. Das sind ganz intensive Glitches. Komm, einfrieren? Ja. Boah, wie geil. So. Wir heilen Keifel. Wir heilen Keifel. Mit Metagross. Okay, und Keifel macht dann. Falsch. Wir heilen Keifel mit sich selbst. Packen mit Metagross. Ich habe gerade überlegt, was effektiver ist. Wir heilen Keifel mit sich selbst. Das ist so eine wunderschöne Formulierung. Okay. Ja, wir duplizieren Keifel und nehmen die beschädigten DNA-Zellen und tauschen die aus. DNA-Zellen, ja. Ja. Die Leistungskurs. Ja. DNA-Zellen. Ja, also. Psychokinese auf Machomai. Nicht eher Rote Lander, weil Machomai momentan keine Gefahr darstellt. Dann Sternenhieb auf Rote Lander, weil Sternenhieb verstärkt ist. Okay. Ich hätte nur Machomai gesagt, eben damit wir es loswerden, damit es nicht mit einem Schlag sofort wieder Metagross zermalmt, weil es das mit einem Erdbeben kann. Jetzt haben wir da genug Pokémon, dass wir hinterher heilen können. Ja. So, wenn jetzt Despotar rauskommt, was ich irgendwie einfach mal antizipiere. Hey, 55. Nice. Ja. Mal schauen. Nee, lass schon. Okay. Das Invader Raw. Ach ja. Na, ja, das habe ich nicht befürchtet. Jetzt schon aufgetaut? Okay. Kann passieren. So, also jetzt. Blizzard und mit Metagross Greifel heilen, oder wie? Eben nicht, weil Machomai Metagross. Ich will versuchen, möglichst Metagross wirklich Schaden zu machen. Überleg grad, wie machen wir das am ehesten? Machomai wird wieder Erdbeben wahrscheinlich in dem Fall machen, weil das logischer wäre. Mhm. Oder er versucht Kreuzhieb auf Keifel, ist bezweifle ich. Ich überlege gerade, wenn Keifel schneller ist, können wir ihn angreifen lassen einfach und ihn dann als Bauernopfer in die Geschichte eingehen lassen. Okay. Aber eigentlich macht er keinen Schaden, weil es nur Wasser und Kampf ist. Ja, passt schon. Okay, dann Psychokinese auf Machomai. Ja, was ist so schnell? Okay. Schade. Ah, okay. Könnte. Perfekt. Könnte. Du das ja, auch? Ja, das wird. Muss reichen. Jo. Tut's. Nice. So. Oh. Das ist ja ein Verlust und drei Kills gemacht haben, glaube ich, ne? Mhm. Weil Ashokin jetzt höchstwahrscheinlich Keifel ermorden wird. Können wir dann mit Mantax rein und ja, und dann gleich das darauf folgende Despotar meucheln. Okay. Das sind so sehr gefallsame Begriffe, die wir hier verwenden. Das sind, glaube ich, die falschen Spiele. Nee. Also Mantax. Dann legen wir dem Bösewicht einen Strick um den Hals und erschießen ihn, wo das Wasser am tiefsten ist. Ja. Aquavelle. Auf Litharkink. Jo. Und. Nein. Sternenhieb, weil stärker. Auf Litharkink oder Lashokin? Auf Litharkink. Auf Litharkink, okay. Ist trotzdem, indem es sich streckt, ist klar. Tut alles, indem es sich streckt.
Solange es aber nur Pokémon hat, wie wir kennen, Pokémon hat die, wo er selbst einfach problemlos Steigerungen ersetzen kann, ne? Jo. Ja, perfekt. Stimmt, sein eigener Angriff ist gesteigert, das heißt, er macht sich selbst jetzt auch mehr Schaden. Oh, das ist ganz gut, ja. Hm. Das ist der Nachteil, das ist diese Gefahr in dieser einen Attacke, die man auf andere Gegner richtet. Ich habe den Namen gerade vergessen. Was? Wertetausch oder Wertewechsel wahrscheinlich. Ich habe die Attacke nicht angeguckt. Ja. Scheint so. Hä? Verstehe ich nicht. Tempomacher, Laser King? Ah, so ist jetzt hat Lasho King die Dösigkeit und Laser King Tempomacher. Okay. Das heißt, Leta King kann jetzt jede Runde angreifen. Das heißt, wir müssen den loswerden. Lasho King hat jetzt keine Gefahr mehr. Weil er jetzt nur noch halb so oft angreift. Das soll man mal verstehen, was das soll. Ich wundert eher, dass Lasho King Tempomacher hat. Und, fuck. Jo, passt. Bumm. Dann können wir zum Glück aufheilen. Ja, so ein Flora, warum nicht? Wenn er die Kartoffeln. Was? Nichts. Man versteht dich nur so schlecht. War auch irgend so ein Kauderwelsch-Genuschel auf Sprache. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich keinen Bock habe, auszuwechseln. Bin ich auch nicht, aber mit Aquavelle auf Leta King. Und okay. Einfach mit Sonflora auf Lasho King drauf. Mal ganz kurz gucken, wen habe ich noch übrig? Nur noch Arealos. Dann heil mit Sonflora am besten. Das ist kritisch, ne? Ich wollte gerade sagen. Medegos, Medegos. Ja, es fehlt am Ende nämlich nur noch, Despotar. Ja. Und da müssen wir einfach Mantax überleben lassen. Wenn Mantax da uns verreckt, haben wir das einzige Problem. Was war das für eine Attacke? Ich hab das nicht lesen können. Ich habe nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich Aeroas. Weil so ein Vieh Aeroas kann. Ja, Aeroas ist nur eine extrem kleine Attacke, die ist nicht an den Typflug gebunden, auch wenn es ein Typflug ist. Okay. Fast jedes Pokémon kann Aeroas lernen. Also, sagen wir so, erstaunlich viele können das. Okay. Gibt ihr den Kerl auch los? Jetzt haben wir nur noch einen. Mit Despotar müssen wir, glaube ich, auch Lasho King wegbekommen. Über den Sandsturm. Auf jeden Fall, ja. Läuft doch nice. Ja, Krypto. Ja, egal. Also, so ziemlich. Ich habe keine Intention, Hoho zu fangen. Was? Hm? Hat keine Auswirkung auf? Achso, okay. Oder doch? Oder? Keine Ahnung. Ich hab's nicht mehr gekriegt. Ach, Bedroher wahrscheinlich, oder? Kann sein. Gut, dann ist das weg. Ich würde sagen, Win, ne? Möglicherweise. Ja, Meter brauchst du schneller drin als jetzt, Mutter. Tipp ich mal so ganz dreist. Aquavelle? Nicht Blubstrahl? Ja, gut. Ne, kann doch der Blubstrahl stärker, ne? Ja, Blubstrahl. Und den Kometenhieb, da hier Sternhieb. Mhm. Lame. Gut. Weil es so viel bringt. Gut, sure. Naja, prinzipiell kann es uns jetzt ja wieder gefährlich werden. Vielleicht ist es wahrscheinlich Mantax One-Hit. Oder auch nicht, okay. Passt. Es könnte nur einen von beiden angreifen, der andere hätte ihn in der Zeit umgebracht. Stimmt, ja. Hätte entweder nur Erdbeben einsetzen können oder nur eine simple Attacke auf Mantax. Alles gut, jetzt ist die Frage, spielt Intrigo fair?
Ah, mein ultimatives Krypto-Pokémon. Lorx, meine Stimme hat sich geändert, weil ich geschlagen wurde.